So war Deutschland bisher zu Fachkräften aus dem Ausland. Und so müssen wir werden, wenn wir unseren Wohlstand sichern und erhalten wollen. Wie wir endlich ein weltoffenes Einwanderungsland werden und warum es jetzt höchste Zeit dafür ist, das wollen wir heute diskutieren. Mit euch und mit dem grünen Abgeordneten Konstantin von Notz. Let's dive in! Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, schon mal gehört? Fachkräfte. Genau. Hier im Bundestag wurde schon länger darüber geredet, aber leider viel zu wenig getan. Das ändert sich jetzt mit gleich mehreren neuen Gesetzen. Dazu später mehr. Aber bestimmt habt ihr es selbst schon gemerkt. An vielen Ecken und Enden fehlen in Deutschland Arbeitskräfte. Es gibt schlicht zu wenige Leute, die die anfallende Arbeit erledigen. Beispiel Pflege. Hier hat der Mangel an Fachkräften inzwischen bedrohliche Folgen. Steffen Jonas vom Alexianer Krankenhaus in Berlin bestätigt das. Die Hütte brennt auf jeden Fall schon und das ist auch nichts, was jetzt in den nächsten letzten Monaten aufgekommen ist, sondern das brennt schon viel, viel länger, wenn beispielsweise Betten gesperrt werden müssen oder wie auch hier bei uns im Krankenhaus eine ganze Station über mehrere Monate nicht belegt werden kann aufgrund von Personalmangel. Dann führt das Ganze natürlich auch zu Unzufriedenheit. Der Mangel an Arbeitskräften geht aber weit über die Pflege hinaus und betrifft viele Branchen. Wir sehen, dass die Ziele der Bundesregierung bedeuten, dass wir im Zubau jährlich bei der Photovoltaik auf 22 Gigawatt Zubau kommen, bei der Windenergie jährlich auf einen Zubau von 10 Gigawatt. Das ist eine Vervier-Fünffachung des Zubaus auf dem heutigen Niveau. Und dafür brauchen wir Menschen, die in der Produktion arbeiten, die im Service und Wartung arbeiten, die bei der Aufstellung der Anlagen arbeiten. Oder wie es der amerikanische Präsident formuliert: For too long we failed to use the most important word when it comes to meeting the climate crisis. Jobs, jobs, jobs. Was sind eure Erfahrungen mit Personalmangel? Schreibt's uns in die Kommentare und lasst bei der Gelegenheit auch ein Abo da. Der wissenschaftliche Konsens ist, wir brauchen rund 400.000 Arbeitskräfte netto aus dem Ausland, um unseren Wohlstand und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhalten. Pro Jahr. Okay, wow. Aber wo kommt der Mangel eigentlich her? Das hat viele Gründe. Einer davon: der steigende Anteil an AkademikerInnen bei immer weniger beruflich Qualifizierten. Oh mein Gott, das Rohr ist kaputt! Was sagt das über unsere Gesellschaft? Aber das Hauptproblem: der demografische Wandel. Die Babyboomer verabschieden sich früher als erwartet in den Ruhestand. Und wir kriegen zu wenig Babys, um den Laden am Laufen zu halten. Im Jahr 2030 werden wir nur noch knapp 46 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter haben. 2060 dann nur noch 36 Millionen. Dafür steigt der Anteil alter Menschen, die ihren Lebensabend genießen wollen. Aber ihr blendet jetzt nicht so fieses Footage von Boomern am Strand ein, oder? Okay, das Problem ist klar. Wollen wir die Gen X, Y, Z nicht überlasten und unsere Sozialsysteme behalten, brauchen wir mehr Einwanderung. Und zwar flott. Stattdessen leistet sich Deutschland ein sehr restriktives Einwanderungsrecht, das mehr auf Abschottung setzt als auf die dringend benötigte Offenheit. So, und wie ändern wir das jetzt? Modernes Einwanderungsrecht in 90 Sekunden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, der große Wurf, wurde Ende Juni im Bundestag beschlossen, damit Deutschland in der inzwischen weltweiten Konkurrenz um Arbeitskräfte endlich wieder mithalten kann. Kernpunkte: die Einwanderung wird unbürokratischer und digitaler. Bisher nur geduldete Auszubildende bekommen eine richtige Aufenthaltserlaubnis und müssen nicht mehr Angst vor Abschiebung haben. Das schafft auch Sicherheit für die Unternehmen, die jetzt wissen, mit wem sie rechnen können. Und eine kleine Revolution: der Spurwechsel erlaubt es jetzt Geflüchteten, dauerhaft bleiben und arbeiten zu dürfen, wenn sie die passenden Qualifikationen haben. So nutzen wir das Potenzial der Leute, die schon hier sind und sich gerne einbringen wollen. Alles zusammen macht es für Einwandernde attraktiver, zu uns zu kommen. Next, wir müssen uns darum kümmern, dass sie auch bleiben wollen. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht soll es hier lebenden AusländerInnen einfacher machen, deutsche StaatsbürgerInnen zu werden und zum Beispiel wählen zu dürfen. Wie? Indem wir das schon nach 5 Jahren statt bisher 8 Jahren ermöglichen. Wie viele andere Länder auch. Was wir dagegen abschaffen wollen: das unzeitgemäße Abstammungsprinzip aus dem vorletzten Jahrhundert. Damals hieß das noch Blutrecht. Das verweigert Menschen bis heute die Staatsbürgerschaft, selbst dann, wenn sie hier geboren wurden, zur Schule gegangen sind und Steuern zahlen. Weird. Der dazugehörige Gesetzentwurf
ist in der Pipeline. Ihr seht, da hat sich schon viel bewegt. Ein echter Shift in der Politik. Und das Erfreuliche? Die Ampel war sich dieses Mal einig und hat einen wirklich guten Kompromiss beschlossen. Einer, der hart mitverhandelt hat, ist heute hier. Konstantin von Notz. Und ich habe Fragen. Weltoffenheit ist ja das eine und die Umsetzung das andere. Und das Gefühl, das ich bei uns oft habe, ist, dass uns einfach die Bürokratie einen riesen Strich durch die Rechnung macht. Wie siehst du das? Ja, wir kennen alle ja persönlich wahrscheinlich Fälle, wo Menschen, die hochqualifiziert sind, absolut, die Ausbildung gemacht haben im Ausland und die in Deutschland sind und gerne arbeiten würden, das nicht konnten, mhm, weil diese Ausbildung nicht anerkannt wurde. Und da wollen wir dafür jetzt sorgen, dass die Ausbildung dieser Menschen, die Qualifikationen, die sie mitbringen und vor allen Dingen auch die praktischen Erfahrungen, die sie haben, dass die Einfluss finden in diese Möglichkeit, dann in Deutschland arbeiten zu können. Wenn man als Einwanderungsland eine Rolle spielen möchte, wenn man attraktiv sein möchte für Arbeitskräfte in dieser Welt, wo viele Menschen um Arbeitskräfte ringen, dann muss man diese bürokratischen Hürden absenken und das tun wir. Lass uns doch kurz über den Spurwechsel sprechen. Was genau ist das und warum könnte das eine große Nummer sein? Bisher war es so, dass Menschen, die über das Asylrecht nach Deutschland gekommen sind und dann hier auch Asyl bekommen haben oder zumindest einen Titel bekommen hatten, einen Aufenthaltstitel, dass es nicht möglich war, für die langfristig in ein Arbeitsverhältnis zu kommen. Mhm. Und das ist unter vielen Gesichtspunkten schlecht. Einmal ist das bürokratisch total aufwendig und dann müssen diese Menschen ja sozusagen, weil sie nicht arbeiten können und nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können, alimentiert werden. Absolut. Und mal abgesehen von der persönlichen Tragik, die das häufig hat, dass Menschen, die etwas können und anpacken wollen, dass man die aufgrund von, ich sag mal, ideologischer Verbohrtheit, mhm, sozusagen ohne Arbeit in irgendwelchen Unterkünften verpflichtet, nichts zu tun. Und mit dem Spurwechsel ist es jetzt möglich, dass Menschen, die im Asylverfahren sind, die dort einen Titel haben und die dann als Fachkraft die Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz anzunehmen, dass die das auch tatsächlich tun können. Also dass wir eben die Menschen, die schon bei uns sind, mhm, und die arbeiten können und wollen, dass wir denen die Möglichkeit geben, auch diese Arbeit anzunehmen. Und das ist menschlich wie auch für den Arbeitsmarkt ein absolut zwingender Schritt. Und es ist sehr schön, dass das gelungen ist bei diesem Gesetz. Ich würde gerne auch über Menschen sprechen, die schon seit längerer Zeit in Deutschland leben und zum Teil hier auch geboren sind, zur Schule gegangen sind, studiert haben, Steuern zahlen etc. und dennoch nicht die deutsche Staatsgehörigkeit bekommen. Auch das ist eine harte Hürde und ja auch verrückt. Wir sprechen immer darüber, dass wir wollen, dass Menschen sich integrieren, mhm, und hier Teil unserer Gesellschaft werden. Und dann schaffen wir solche Hürden, dass Menschen, die hier seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten leben, eben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen können. Absolut. Es gibt 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, die hier geboren sind und, mhm, die deutsche Staatsangehörigkeit nicht haben. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal benannt, dass die Wohnbevölkerung und die Wahlbevölkerung eigentlich deckungsgleich sein müssen. Mhm. Also dass die Menschen, die hier leben, dass die eben auch demokratisch mitbestimmen können müssen, mhm, auch um sich hier aufgehoben zu fühlen, auch um eben diese Gesellschaft mitzugestalten. Absolut. Und deswegen ist dieses Staatsangehörigkeitsrecht nicht irgendwie nur eine Frage nach einem Ausweispapier, sondern es ist wirklich in Deutschland leben, hier integriert sein, hier mitbestimmen, hier Steuern zahlen, hier dafür mitsorgen, dass die Pflegeversicherung funktioniert. Und insofern ist es ein ganz wichtiger Baustein für gelungene Integration und eine funktionierende Gesellschaft. Nun gibt es sehr viel Gegendruck auch von weit rechts außen. Wie können wir dem begegnen? Ja, es gibt diesen extrem ideologisch getriebenen Druck von ganz rechts außen, diese Debatte kaputt zu machen, zu sagen, Deutschland ist kein Einwanderungsland und ohne Einwanderung ist alles besser. Und ich habe es gerade wieder gelesen, Immigration ist die Mutter aller Probleme. Das ist alles kompletter Bullshit und hilft uns überhaupt nicht weiter. Wir brauchen Zuwanderung und wir brauchen Fachkräfte, um
Deutschland, das eines der reichsten Länder der Welt ist, das eine herausragende Industrie hat, das für viele, viele Millionen Menschen hier erheblichen Wohlstand geschaffen hat. Um dieses Niveau zu halten, brauchen wir Fachkräfte. Und deswegen auch gerade, um die rechten Abstiegsnarrative zu bekämpfen, ist Zuwanderung einer der Schlüssel, um das Problem zu lösen. Und was man da hört an Fantasy sozusagen aus dem ganz rechten Lager, dass man das alles durch KI zukünftig machen könnte und Roboter werden uns den Wohlstand sichern und so, das ist alles wirklich aus Phantasialand. Die Realität ist, ohne Arbeitsmigration nach Deutschland werden wir unseren Wohlstand verlieren und das sind wir nicht bereit zu akzeptieren. Und deswegen haben wir dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Okay, wir merken, ein weltoffeneres Land zu werden, das ist kein Selbstzweck. Einwanderung ist ein echt wichtiger Schritt, um die Bremse unserer Wirtschaft zu lösen, was den Arbeitskräftemangel angeht. Aber was für uns Grüne im Bundestag extrem wichtig ist, wir wollen, dass alle davon profitieren, auch die Eingewanderten selbst. Die Menschen sollen nicht nur herkommen, um zu arbeiten. Sie sollen bleiben, Teil unserer Gesellschaft werden und für sie Verantwortung übernehmen können. Mit Staatsbürgerschaft, dem Recht zu wählen und allem Pipapo. Was meint ihr? Sind wir auf dem richtigen Weg? Schreibt's uns in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr auch in Zukunft mitbekommt, was grün ist. Schreibt's uns in die Kommentare.